Ja, enge Röhrenjeans und Klettis, das sind heute einfach Hipster. Er hier wollte raus aus dem roten Plüsch des Wiener Burgtheaters, direkt vors Berliner Publikum. Das kann ja auch mal ein harter Aufprall werden. Aber er ist angekommen, zumindest örtlich. Emotional braucht er wohl noch etwas. Schauspieler und Bestsellerautor Joachim Meyerhoff, der neue Star an der Schaubühne. Amphitryon ist das erste Stück. Regie hat Herbert Fritsch. Riesige Erwartungen an beide. Denn der eine kommt und der andere geht. Ohne Musik geht bei Herbert Fritsch nichts. Das ist gut so. Der Meister der Ensemblearbeit lässt auch dem neuesten Bühnenstar an der Schaubühne Joachim Meyerhoff kaum mehr Raum als den anderen Schauspielern. Ein kurzer Eindruck der Kunst des ehemaligen Wiener Burgschauspielers. Ich hab dir doch noch gar nichts getan. Jetzt werde ich meine Frau Kleantes mal verhören. Zahle ich am Ende noch den gleichen Zoll? Nichts ist. Sie ist auf mich doch ein. Nichts! Oder sagen wir, ein wenig. Fritsch bleibt bei dieser göttlichen Täuschungskomödie eng an Molières Vorlage, wäre aber nicht Fritsch, wenn er dem Ganzen nicht seinen Fritsch-Stempel aufdrücken würde. Das gelingt aber nur mit diesem Ensemble. Weil Schauspieler ja in erster Linie darauf getrimmt werden, dass sie Befehlsempfänger sind, dass sie Anweisungen folgen. Und das sind welche, da sage ich 10-mal dasselbe und dann macht er was ganz absolute Gegenteil. Und das stimmt dann und das ist wunderbar. Die anti-autoritäre Methode funktioniert und wird zu einem kurzweiligen Stück. Vollkommen auf! Mit dir zu teilen fällt mir gar nicht ein. Für ihre Arbeit bekommen Fritsch und das Ensemble ungefähr 20 Minuten lang Applaus. Ein schönes Abschiedsgeschenk für den Regisseur, der Berlin nach dieser Arbeit erstmal verlässt. Wenn man dann plötzlich auf der Bühne ausgepackt wird als Applausteil, ja, und dann plötzlich hochkommt und sieht, dass die Leute sich freuen, dann ist man natürlich sehr, sehr glücklich. Ja. Und es ist ja immer ein nie berechenbar, ja, was man da macht. Und wenn es dann irgendwie funktioniert und wenn die Leute Freude da haben, dann ist das Schönste, was einem passieren kann. Fritsch geht, Joachim Meyerhoff kommt und wird vom Publikum mit offenen Armen empfangen. Ich fand ihn sehr beeindruckend. Ich finde, er hat die Rolle wunderbar angenommen. Und er wirkte so, als wenn er immer solche Rollen spielen würde und schon länger mit Fritsch gespielt hätte. Viel Spaß gemacht. Ist angekommen, absolut. Aber die anderen waren auch gleichwertig, hervorragend. Aber toll, dass er hier ist. Berlin wird ihn lieben. Als Teil eines Ensembles, das einen gemeinsamen Erfolg hat. Richtig toll, toller Theaterabend. Mit nichts zu vergleichen. Ich habe Fritsch schon an der Volksbühne gesehen als Inszenierung. Es wiederholt sich ein bisschen, finde ich. Viel Klamotte. Berührt mich sehr, deren Arbeit und wie viel Herzlichkeit und wie viel Gefühl die in ihre Arbeit reinstecken. Und das erlebe ich so im Theater nicht. Mit geringfügigen Ausnahmen großer Zuspruch, Herbert Fritsch geht mit einem Paukenschlag. Sein Berliner Publikum wird ihn mutmaßlich sehr vermissen.